willkommen zu meinem Video, in dem ich euch Schritt für Schritt erkläre, wie man eine Pirouette dreht. Mit dieser Technik, die ich euch erklären werde, kann man theoretisch auch jede andere Drehung drehen, seien es Piquets oder eben Chenets und bestenfalls kann man dann auch viele am Stück drehen. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass es bei Pirouetten nicht nur darum geht, wie viel Schwung man nimmt, denn das ist eigentlich eher nebensächlich. Es geht sehr viel um Körperspannung, Körperhaltung und vor allem auch Gleichgewicht. Die Körperhaltung ist zum Beispiel wichtig, da wenn ich in einem Hohlkreuz stehe und versuche eine Pirouette zu drehen, wird es niemals funktionieren. Ganz einfach, weil vom Gefühl her muss man einfach wirklich gerade stehen. Von der Seite muss es gerade aussehen, heißt wirklich sogar Steißbein runter, Rücken gerade, trotzdem Brustkorb zusammendrücken, Schulterblätter nach hinten. Also das muss wirklich alles sitzen und auch bei sowas wie Zehenspitzen soll man auf hohe halbe Spitze sein, wenn man schon nicht, na klar, ich kann es auch nicht in Spitzenschuhen, aber hohe halbe Spitze muss drin sein, damit das Ganze wirklich perfektioniert wird. Zur Haltung gehört auch Beine. In einer Pirouette ist man in einem Fouté oder Passé, in dem Fall ein Passé, ist herkömmlicher. In diesem Passé versucht man das Bein im 90-Grad-Winkel hochzuhalten, wie man hier erkennt. Also wirklich einen 90-Grad-Winkel auch so hoch wie möglich halten. Das darf auch nicht irgendwie während der Drehung runtergehen, das muss gehalten werden. Und dann Füße. Achtet, man sollte wirklich auch, deswegen so komisch es auch klingt, man wärmt Füße auf und dehnt Füße auch. Einfach weil das auch nötig ist. Einmal das Standbein muss auf hoher halber Spitze sein, ganz wichtig. Wenn man irgendwie nicht ganz auf seinen Zehenspitzen ist, wird das nicht. Und das sieht weder schön aus, noch funktioniert es wirklich richtig. Heißt, man muss da wirklich auf hoher halber Spitze sein, wie man hier nochmal erkennt. Und das andere Bein, was eben oben im Passé ist, muss wirklich gepointet sein. Heißt, es darf nicht irgendwie wie im Yoga am Bein ranliegen. Denn wie gesagt, das wäre im Yoga, wir sind hier im Tanzen. Daher wirklich pointen. Es gibt eben Übungen dafür, die ich jetzt auch nochmal zeige. Man kann sich natürlich einmal auf den Boden hinsetzen, Beine ausstrecken und dann vielleicht mit der Hand ein bisschen nachhelfen, ein bisschen den Fuß runterdrücken dann. Dann die bisschen schwierigere Stufe ist, man stellt sich hin und verlagert sein Körpergewicht eben auf ein Bein, während aber trotzdem es noch ein Standbein gibt. Also es ist nicht das ganze Körpergewicht drauf. Und dann wirklich ganz vorangeschritten, kann man versuchen, dann ganz auf diesen gepointeten Füßen zu stehen. Dann ein anderer Grundschritt, den man wissen muss, um allgemein jede, das gehört zu jeder Drehung dazu, ist Spotten. Was ist Spotten, nicht wahr? Das ist ein Trick, den man beim Tanzen verwendet, damit einem nicht schwindelig wird. Heißt, ich könnte hier 30 Piquets drehen, ohne dass mir schwindelig wird. Es geht dabei darum, sich auf einen Punkt zu fokussieren, ungefähr auf Augenhöhe vor sich. Und wenn man dann dreht, versucht man, so lang es geht, Blick auf diesen Punkt zu halten und dann erst so schnell wie möglich drehen. Heißt, der Kopf dreht eigentlich schneller als man selbst. Was man hier nochmal erkennt. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Präposition. Und damit meine ich nicht die Wortart Präposition, nein, sondern wie man sich auf die Pirouette vorbereitet quasi. Ich würde sagen, dass man eine Pirouette in 4 Takte teilen kann. Bis auf vier zählen kann eigentlich. 1, 2, 3, 4. 1 ist der erste Teil der Präposition. 2 der zweite. 3 ist die Pirouette an sich. Und 4 die Landung. Und wenn man das dann alles zusammenbaut, kriegt man eine in Anführungszeichen perfekte Pirouette hin. Genau. Und das war's eigentlich schon mit meinem Tutorial. Und vergesst nicht, Geduld ist gefragt und Übung macht den Meister. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert auch gerne, falls ihr weitere Tutorials sehen wollt. Ciao! Also muss man sich wirklich... Schönen guten Tag, Irene am Apparat.